So, hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Und heute schauen wir uns mal das JVC oder CVC. Bitte sagt CVC, ansonsten muss ich euch den Hals umdrehen. Nein, TD-X41 Kassettendeck. Das ist meiner Meinung nach ein relativ gutes Kassettendeck, obwohl es vielleicht bei dem ersten Assign gar nicht mal so danach aussieht. Und ja, ich werde das Deck mit diesem Onkyo-Deck, was da drüben ist, keine Sorge, das Pioneer lebt noch, obwohl ihr kennt dieses Setup hier, glaube ich, gar nicht. Das muss ich auch nochmal auf Video aufnehmen. Möchte ich sie verkaufen, weil ich eben mittlerweile viele zu viele Kassettendecks habe. Und das sind noch nicht mal alle. Und ich das hier und das Onkyo halt nicht wirklich benutze. Aber bevor ich die verkaufe, dachte ich, mache ich trotzdem nochmal ein Video darüber. Und zwar, weil ich die von innen zeigen werde. Das wird hoffentlich ein paar interessieren. Ja, also, erstmal muss ich sterben. Nein, ich hatte gerade was im Hals. Das ist die Vorderseite von dem Kassettendeck. Ich glaube, das Kassettendeck ist von 1986 oder 87. Ich glaube, ich habe es im 87er-Katalog gefunden. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Und ja, das war den ihr, glaube ich, drittbestes Kassettendeck in diesem Format hier. Also was so eher klein war. Das darunter, das 303, hatte, glaube ich, nur einen LED-Meter, hatte aber den gleichen Mechanismus. Das darunter, nee, ich glaube, das 303 hatte Auto-Reverse. Oder das 301 hatte Auto-Reverse, aber nur einen LED-Meter und einen billigeren Mechanismus. Das 201 hatte einen billigeren Mechanismus und war ansonsten gleich wie das hier und hatte hier weniger Features. Und das 101 war halt so eins mit diesen Piano-Keys, die nicht ganz Piano sind, also Soft-Touch halt. Und dann gab es das 501, was das hier ist, mit SA-Kopf, also das war der bessere Standard-Kopf von CVC. Auto-Reverse, ich glaube sogar Quick-Reverse, und das hat halt auch dieses P-Code, was hier diese beiden Decks haben, wo man eben diese DB-Anzeige hat. Ja, und das Deck habe ich mir gut vor einem Jahr, glaube ich, gekauft. Und zwar wollte ich, ich habe ja noch das andere Setup mit dem Onkyo-Receiver, das habe ich ja mal auf Instagram gepostet. Und zwar wollte ich da ein besseres Kassettendeck haben, weil ich da nur das Onkyo hatte, was so naja ist, und ein Testcam, was auch so naja ist. Und ich halt mit meinen vorherigen CVCs immer gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen habe ich das hier dann gekauft. Wurde verkauft als voll funktionsfähig, kam dann vom Verkäufer an. Vorspulen ging, Rückspulen ging und der Capstan drehte sich nicht. Das musste ich dann den kompletten Capstan-Motor auseinanderbauen. Und von innen habe ich den dann erstmal mit Kontaktreiniger ausgespült, was man zumindest bei den Akamizis, bei den Senkyo-Motoren da drin macht. Und dann eben den Motor wieder zusammengebaut und wieder geölt. Und ja, seitdem ging das Deck wieder. Die Geschwindigkeit danach habe ich natürlich eingestellt. Und ja, seitdem geht das. Ich habe das da auch für eine Zeit lang benutzt. Habe dann aber irgendwann mir ein Tierk-Deck geholt. Ich glaube, da habe ich ein Video drüber gemacht, weil ich aber noch nicht hochgeladen habe. Das hat DBX und alles. Und dann habe ich das hier eben, ja, in Rente sozusagen bei mir gesickt. Das saß jetzt sehr lange Zeit im Schrank. Geht aber noch. Und ja, also die Front ist natürlich eher simpel. Wir haben da ein VFD, Noise Reduction System, Mikrofon, das schaltet natürlich automatisch über. Wir haben hier natürlich auch den sehr wichtigen DIN 4500 Hi-Fi Sticker. Der, glaube ich, der DIN 4500 Standard ist ja eher Lo-Fi. Aber das Deck kann es halt. CVC mochte das. Das Doppeldeck, was ich da drüben habe, hat den Aufkleber auch. Da ist was umgefallen. Ja, mechanischer Counter. Und ansonsten hat man hier die Knöpfe, die aus Metall sind, was ich echt schön finde. Die fühlen sich auch gut an. Und ja, hier ist natürlich die Tür, weil ich da leicht süß finde, dass das so eine Kassette hinten bei dem Aufkleber ist. Das sind halt die Köpfe. Ja, und ich habe ja schon angesprochen, ich finde, dass diese Decks recht gut sind für das, was sie sind. Jetzt denkt man sich vielleicht, so ein billiges Deck hat vielleicht einen 2-Motor-Mechanismus. Steht sogar vorne drauf.
Aber in Wirklichkeit hat Sebi sich da mal wieder übertroffen. Und zwar hat das Ding nicht zwei, sondern drei Motoren. Ich weiß gar nicht, ob ich das so schön zeigen kann. Da muss ich das Ding, glaube ich, hier mal umdrehen. Und zwar haben wir da zwei Motoren und natürlich da noch der Capstan-Motor. Und zwar, was sie machen, ist, man hat einmal den Motor zum Vor- und zum Rückspulen. Natürlich der Capstan-Motor fürs Capstan. Und dann hat man aber einen Kontrollmotor. Und der steuert eben den Mechanismus. Der fährt die Köpfe hoch und runter und macht eben sowas. Und viele Decks in dieser Preisklasse, wie zum Beispiel das Onkyo, haben dann halt einfach dieses Kontrollzahnrad, wird vom Capstan angetrieben. Und dann ist da so ein kleiner Elektromagnet, der ist eben... Ja, dem Ding sagt, wann es sich mit der Capstan-Welle verbinden soll und wann nicht. Aber normalerweise können die Dinger vielleicht nur den Kopf auf halber Position für eben Music Scan und eben Play und Stop. Währenddessen man hier natürlich noch ein paar andere Funktionen mit hat. Zum Beispiel hat man bei dem Deck auch Pause. Wenn ich hier zum Beispiel, ich schalte das mal an, auf Play drücke, Plays natürlich, aber wenn ich auf Pause drücke, sind die Köpfe komplett unten. Man sieht hier, wenn ich jetzt auf Stop drücke, passiert nichts mehr. Wenn das Ding hier auch wirklich Pause noch hat. Und hier sind wir einmal mal beim Innenleben. Hier ist ja nicht viel. Hier ist das Board, auch relativ klein. Da denkt man sich auch wieder, ach, das klingt doch bestimmt nicht so gut. Aber es klingt doch recht gut. Dolby Zip ist, glaube ich, von Hitachi. Relativ simpel alles. Keine Stack-Verbindungen zum Großteil. Ich glaube, der Mechanismus hat eine, die einem aber auch nicht viel bringt, weil hier die Motoren ja dann wieder fest verbunden sind da unten. Also das bringt wirklich nicht viel. Ja, das Ding auseinanderzubauen war kein Spaß. Man musste die Rückseite abnehmen. Dann musste man den Mechanismus irgendwie rausholen, den Motor abnehmen, dann den Motor öffnen. Also das war kein Spaß, aber naja. Ja, man hat hier nur Standby, das heißt, der Transformator läuft die ganze Zeit mit. Ja. Muss man halt nicht so einen teuren Schalter benutzen. Da hat man die Transistoren, was ich hier immer schön finde bei vielen ZVC-Decks. Das wurde natürlich bei anderen Firmen auch gemacht, aber ZVC hat das gerne gemacht. Hier hat man zwar so eine Art Kühlkörper, so einen Kühlblock, aber die Rückseite des Decks wird auch noch als Wärmetauscher verwendet, dass die Wärme hier drüber noch abgeht. Und das finde ich immer sehr schön, weil dann die Wärme ja direkt hinten abgestrahlt wird, ohne dass man die ganze Wärme in das Deck reinstrahlt. Und Kassettendecks haben ja oftmals keine Lüftungsslitze. Und dadurch wird es natürlich sehr warm da drin. Und das ist bei den meisten ZVC-Decks der Fall, die ich hatte, dass sie halt immer die Rückseite noch mit als Kühlkörper benutzen, was ich gut finde. Ja, und das war das Innennehmen. Jetzt zeige ich euch das Ding einmal, dann war es das auch schon. Hier habe ich eine Testkassette, die habe ich auf diesem Doppeldeck aufgenommen, weil das Ding auch richtig gut aufnimmt. Das ist halt das andere, wo die Dinger noch richtig gut sind. Die Wiedergabe ist eigentlich schon sehr gut und die Aufnahme ist auch wieder richtig gut. Also als Starterdeck, die kann man für 20 Euro kriegen, 30 Euro. Normalerweise muss man da nicht viel dran machen. Wie gesagt, meine Seite das Problem mit dem Motor. Normalerweise muss man da nicht viel dran machen. Und die Dinger klingen echt gut. Ja, aber dann zeige ich euch das jetzt nochmal. Das ist Musik mit Copyright. Ich werde dafür jetzt umgebracht. Ich hoffe nicht. Mal sehen. Da ist die Musik ohne Copyright. Das Problem hier ist, glaube ich, bei dem anderen Deck passiert. Das Problem ist, dass das Deck halt unten so C-Bar. Für das Aufnahmelevel und wenn man da einmal drankommt, dann versieht man das. Hätte ich besser aufpassen müssen. Jetzt hört das Lied auf. Oder auch nicht. Wie immer nehme ich natürlich mit Dolby B auf. Ja, und hier mal Music Scan. Das ist ja das Übliche, auch wie bei den meisten ZVC-Decks. Einfach Play und dann eben die Spool-Taste drücken. Und dann sucht ihr das wieder automatisch. Blank Skip, damit überspringt er halt zum Beispiel Stellen auf einer Kassette. Oder ich spiele das ab, wo nichts drauf aufgenommen ist. Index Scan ist halt das, wo der jedes Lied 10 Sekunden anspielt. Und entweder kann man auf Play drücken, dann spielt das weiter ab. Oder... Es spielt das nächste wieder.
Und Blank Search, da glaube ich, soll der nach Stellen suchen, wo irgendwie genug Platz ist, wo man dann drüber aufnehmen kann. Ich habe das mal ausprobiert, bei mir hat das Feature leider nicht geklappt, aber der Rest tut das, was es soll. Und ja, Pause, wie gesagt, das Ding hat einen richtigen Pause-Modus, also wenn ihr jetzt hört, wenn ich auf Stop drücke, passiert da noch was. Ja, der Vorteil ist halt einfach, dass man schneller eben das hier machen kann, weil dann nicht die Köpfe erst ganz hoch fahren müssen. Und hier eben per Shift aktiviert man diese ganzen Features, also wenn ich jetzt auf Shift drücke und Index Scan, dann könnt ihr sehen, wie Index Scan funktioniert, also erstmal einfach wie Music Search nach vorne oder Music Scan. Jetzt bietet das nächste Lied an. Und jetzt müsste der gleich oder auch nicht doch weiter nach dem nächsten Lied suchen, was danach kommt. Ja, wirklich schönes Meta. Auch wieder eine Sache, die bei denen gut ist, dass die Meta hier relativ schön sind. Was eben zum Beispiel bei vielen Decks aus der Preisklasse mit so billigen Metern auch nicht wirklich der Fall ist. Ja, und das war es auch schon. Ich habe die Rückseite noch nicht gezeigt, das kann ich noch einmal eben machen. Und dann war es das. Ja gut, hier ist Plastik, aber naja. Irgendwo muss der Preis gespart werden und da habe ich lieber da Plastik als einen billigen Mechanismus. Und das Ding klingt nicht gut, aber dafür mehr Metall. Also man hat hier Line In und Out, einen DIN-Anschluss, I. Und Synchro, das ist, glaube ich, CompuLink 1, also das ist halt das Fernsteuerungssystem von ZVC. Wenn man eben einen Receiver oder Verstärker hatte, der eine Fernsteuerung hatte, dann konnte man das Deck darüber anschließen. Also das ist gleich wie bei Pioneer hier mit System Remote, was das hier auch hat. Und ich glaube, da gab es 2 oder 3 Standards von. Und ich glaube, wenn das Synchro drauf steht, dann ist es der erste Standard. Das Deck da unten hat zum Beispiel CompuLink 1 hinten drauf stehen, aber ich glaube, das benutzt den gleichen Standard. Ja, und dann würde ich mich fürs Ansehen bedanken und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.